Sawadi! Herzlich willkommen in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute gibt es einen thailändischen Nudelsalat, genauso wie man es sich vorstellt. Vegan natürlich, mit viel Gemüse, leckeren Gewürzen, mit Sesam und natürlich auch mit Räuchertofu. Ich habe hier schon mal Wasser vorbereitet für unsere Nudeln. Das sind Thai-Nudeln, die brauchen etwa so 5 bis 7 Minuten. Aber wir beginnen mit der Marinade für unseren Nudelsalat. Für unsere Marinade brauchen wir Ingwer, natürlich relativ wenig, es sind nur 5 Gramm Ingwer. Der wird natürlich zerkleinert, Stufe 8, 3 Sekunden. Passt. Nach unten schieben und dann kommen die anderen Zutaten hinzu. Als da wären. Zum einen Macadamia-Creme, die habe ich hier noch im Kühlschrank stehen. Ihr könnt auch Mandelmus oder Mandelcreme nehmen. Ich habe jetzt noch von der Macadamia-Creme, die passt da sehr, sehr gut dazu. Davon nehmen wir 15 Gramm. Zack. So, guck mal hier, genau mit einem Wurf 15 Gramm reingemacht. Aha. Sojasauce, 10 Gramm. Limettensaft, ebenfalls 10 Gramm. Da könnt ihr natürlich auch frischen Limettensaft nehmen. Da wir hier relativ häufig Limettensaft brauchen, hole ich immer eine Flasche. Das ist auch okay. Also 10 Gramm Limettensaft. Dann das hier. Das ist Tahin oder Tahina. Das ist eine Sesampaste. Die bekommt ihr im ausgewiesenen Delikatessenladen. Davon braucht man nur 5 Gramm. Muss man vorher so ein bisschen rühren, weil sich das Sesamöl immer ja oben absetzt. Also erstmal so ein bisschen verrühren und dann 5 Gramm von dieser Sesampaste da rein. Na, noch ein bisschen. Wunderbar. So, der Rest machen wir wieder hier zurück. Das ist wirklich was total Leckeres. Echt lecker. Genial. Das Ganze, herrlich. 10 Sekunden, Stufe 4. So, damit ist unsere Marinade fertig. Das sieht jetzt nicht besonders viel aus. Ist auch nicht besonders viel. wir machen das jetzt hier in die Schüssel rein. Und ich werfe schon mal die Nudeln in der Zwischenzeit hier rein und dann kümmern wir uns ums Gemüse. So, ich habe die Nudeln jetzt noch nicht reingemacht, denn ich hätte mir vielleicht vorher mal die Packung anschauen sollen, weil das braucht nur 7 Minuten. Also ihr müsst die natürlich so nach Anleitung kochen. Unser Gemüse, das wir jetzt hier im Kessel machen, das braucht 9 Minuten. Also können wir das wunderbar timen. Den Kessel habe ich kurz ausgespült. Da kommen jetzt 800 Gramm oder 800 Milliliter, was ja dasselbe ist, Wasser hinein. Auch hier wieder der ganz wichtige Hinweis, das ist ein Rezept für den TM5. Beim TM31 nehmt ihr vielleicht nur 500 Milliliter Wasser. Okay? Das Garkörbchen, das braucht ihr und da kommt unser Gemüse rein wie folgt. Lauch 180 Gramm, dann 50 Gramm Karotten. Ja, die habe ich jetzt in so feine Streifen, das habe ich mit dem Sparschäler gemacht, einfach feine Streifen geschnitten und dann so in der Mitte halbiert. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr Julienne schneiden könnt, mit einem Julienne-Schneider, aber das habe ich halt hier in der Küche nicht. Daheim habe ich sowas. So, Paprika kommt noch dazu. Das sind 75 Gramm, auch so in kleinen Stückchen. Und das Ganze wird jetzt 9 Minuten auf Varoma Stufe 1 gedünstet. So, das heißt, in 2 Minuten mache ich die Nudeln rein. Aber was wir jetzt noch vorbereiten ist folgendes und zwar den Sesam, also das Topping für oben drauf auf den Salat, ja, und auch den Räuchertofu und zwar wie folgt. Ihr nehmt 10 Gramm Sesam und bei Sesam, das ist echt immer so ein bisschen tricky, also ich nehme jetzt mehr als 10 Gramm, weil ich liebe Sesam. Das ist immer so ein bisschen tricky. Es gibt Leute, die sagen, bratet es mit Öl an. Es gibt Leute, die sagen, bratet es nicht mit Öl an. Ich probiere es jetzt ohne Öl. Das heißt, die Pfanne erstmal ein bisschen warm werden lassen und dann
den Sesam rein. Allerdings darf man das echt nicht zu lange machen und dabei immer schön mischen, weil das brennt echt schnell an und dann schmeckt es angebrannt halt. Ja? So, Sesam, öffne dich. Ja, das ist es nämlich jetzt. Jetzt kritisch, nein, nicht kritisch, aber jetzt muss man besonders aufpassen und sollte den richtigen Moment nicht verpassen. Ich sag, man kann das auch mit einem Tröpfchen Sesamöl machen, aber die meisten sagen, mach's ohne Öl. Ja. So, und mehr mache ich jetzt hier auch nicht, weil es sonst anbrennt. Aber in die gleiche Pfanne machen wir jetzt ein klein bisschen Öl rein. Und unseren Räuchertofu, den braten wir hier in der Pfanne an. So, jetzt ist es auch soweit, dass ich die Nudeln ins Wasser machen kann. Und den Räuchertofu ein bisschen runterdrehen. Auch den brauchen wir jetzt nicht übertrieben anzubraten, nur dass der gerade so ein bisschen Versiegelung kriegt außen. So, dann brauchen wir eigentlich nur noch ein paar Minuten zu warten, bis das Gemüse soweit durch ist. Ups, du bleibst da, wo du bist. Nudeln drehen wir auch noch mal ein bisschen runter. Ah, der Räuchertofu kann noch ein paar Augenblicke. So, ich habe jetzt gerade gedacht, den Räuchertofu, den nehme ich jetzt noch mal runter hier. Das riecht wirklich toll. Das ist wirklich wie Speck eigentlich. Ja? Trotz allem ist es ein veganes Gericht, was wir hier zubereiten. Und in 2 Minuten gieße ich dann auch die Nudeln ab. Die sind jetzt soweit fertig. Das ist voll das Multitasking hier. Weil wir oft gefragt werden, können wir eure Gerichte auch ohne Thermomix machen? Ja, das ist auf jeden Fall ein Gericht, das ihr ohne Thermomix machen könnt. Aber mit ist halt einfacher. Ja? Das Gemüse aus dem Garkörbchen, jetzt verliere ich hier gerade den Überblick, sonst ist hier immer so aufgeräumt, kommt hier in unsere Marinade hinein. Das wäre auch super praktisch hier. Zack! Die Nudeln ebenfalls. Der Räuchertofu. Und dann wird das Ganze schön miteinander vermischt. Wichtig ist, weil es ja ein Nudelsalat ist, es muss abkühlen. Und dann machen wir auch den Sesam drauf und dann melde ich mich wieder. So, unser Nudelsalat thailändischer Art ist jetzt entsprechend abgekühlt. Ich habe den auch noch mal ein bisschen durchmischt. Was mir aufgefallen ist, es wirkt etwas trocken, was aber an den Nudeln hier liegen kann. Vielleicht sollte man da die dünneren Nudeln nehmen oder vielleicht auch, naja, Glasnudeln würde ich nicht holen, aber diese dünneren Mienudeln oder diese Instant-Nudeln, die würden wahrscheinlich auch funktionieren. Was wir jetzt noch drüber machen, ist unser gerösteter Sesam. Und da ich Sesam liebe, mache ich da echt viel drauf, weil das schmeckt wirklich gut. Normal im Rezept stand irgendwie 10 Gramm oder so, aber viel hilft viel. Wenn das ein bisschen trocken ist, dann könnt ihr natürlich noch etwas Sojasauce, Limettensaft nachgießen. Was auch sehr gut passen würde, glaube ich, wäre Fischsoße. Das ist eine vietnamesische Spezialität, das ist sehr salzig, aber dann ist es halt eben nicht mehr vegan. Ich mache mir da jetzt einfach mal so ein bisschen hier drauf und dann gucken wir mal. Aber ich glaube, den kann man auch schneiden so ein bisschen noch. Vielleicht schneide ich den einfach auch in der Schüssel, bevor ich den serviere, weil die sind schon sehr lang. Also da hätte ich vielleicht besser andere Asiennudeln holen können. Aber es geht ja auch um den Geschmack. Und vom Geschmacklichen her ist es wirklich lecker. Es ist in der Tat ein bisschen trocken. Ich werde vielleicht gleich noch ein bisschen
Limettensaft und ein bisschen Sojasauce dazu machen. Aber was total lecker ist, dieser angebratene Räuchertofu, der hat total gut gezogen. Also das schmeckt alles so ein bisschen, als wär's geräuchert. Der Sesam kommt total lecker raus und auch die Limette. Ich mag das ja total gerne. Also ein schnelles, einfaches Gericht, was man durchaus als Vorspeise mal servieren kann. Vielleicht für einen asiatischen Abend oder einfach auch mal so. Ich denke, das ist auch ein Gericht, das man gut vorbereiten kann. Einfach mittags fertig machen und dann abends mit auf die Party nehmen. Ja, das ist mit Sicherheit ein sehr, sehr origineller Salat. Von mir bekommt ihr einen Daumen hoch. Ich hoffe, das Video, das wir hier für euch gemacht haben, das Rezept, das wir für euch hier ausprobiert haben, auch. Ich freue mich, wenn ihr den Kanal abonniert und schaut auf jeden Fall in unser Wunderkesselforum, denn dort gibt es die besten Rezepte rund um den Thermomix. Wie gesagt, nicht nur asiatischen, veganen Nudelsalat, sondern auch viele, viele andere tolle Sachen. Ich freue mich aufs nächste Mal, sagt tschüss und guten Appetit.